Und damit herzlich willkommen zurück hier zum Dire of 20 Modpack Let's Play Episode 57, genau. Wir werden heute mit einem kleineren Projekt hier starten, und zwar haben wir in der letzten Folge hier das Zeug automatisiert. Zwei Ports haben wir da noch frei, das heißt, von hier aus können wir noch ein Kabel legen. Hier die Prozessor-Dinge automatisiert, und heute werden wir, wenn ich das kurz herzeige, zwei, ne, drei Sägemühlen bauen. Oder? Ja, doch, drei solche Mühlen und einen Alloy-Smelter. Und hier ist wieder ein Enderperl-Ding fertig. Upsa. So. Schauen, was wir da schon haben. Okay. Drei haben wir gleich gesagt, ne? Ja, doch, mach mal drei, was soll's? Wie viel Platz haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dann machen wir 1, 2, 3. Dann hier noch die zwei Öfen. Ja, das können wir, denke ich, so machen. Dann brauchen wir Conduits. Fehlt uns wieder die Hälfte Dinge, aber was soll's. Das können wir ja relativ schnell falsch craften. Ah, stimmt, ja, da kommt ja gleich das viel ein Vielfaches von raus. Ist noch Sirtus Quartz. Ah, genau, den habe ich ja vorher gegrindet. So, 17 sollte vorerst genügen. Zack, zack, zack. Sehr schön. Nee, der ist anders. Der ist ja Alloy-Smelter oder so, oder? Smelter. Okay, da braucht man sechs Öfen. Zwei Machine Casings und zwei von denen. Eins, zwei. Es hat schon einen Vorteil, wenn man ein funktionsfähiges ME-System hat. So. Jetzt ist die Frage. Am besten sind wir wahrscheinlich mit einem Exportbus dran. Wieder sehr viel.
Natürlich haben wir kein Glasfiber. Sehr schön. Wir müssen das ME-System sowieso noch mal komplett umbauen. Das bleibt uns sowieso nicht erspart. Wir haben nur noch etwas Zeit, bis wir das machen. Silber, Lead, Eisen, Kupfer, Jelloreit, ja doch, 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 Ferrus, Dark Iron, brauchen wir vielleicht noch einen zweiten Exportbus, außer ich nehme das Shiny. Und lass die anderen Dinge mal außen vor, weil eigentlich, ja, brauchen wir die ja nicht unbedingt. So. Capacity Card, Crafting Card, Fuzzy Card, Redstone Acceleration Card. Da gehen uns die Basic Cards aus. Mal schauen, ob er die jetzt gecraftet hat. Ja, yep, hat er. Oh ja, da geht gleich was weiter. Und ihr seht, die Quarries sind dir vorher gelaufen und die haben natürlich. Na gut, so viel Zeug haben sie gar nicht gebracht, soweit ich das sehe jetzt. Oh, ich muss niesen. Glücklicherweise habe ich ja hier im Mikro einen Mute-Knopf. Ah, Entschuldigung. Gut, dann nehmen wir. Was haben wir denn noch? Impulse-Item-Tags, die wären wichtig, hoppsa. Und normale Item-Tags werden wir gleich abwandeln mit Glowstone. So, Impulse-Item-Ducts, das habe ich nämlich auch unten schon gemacht, falls ihr das gesehen habt. Bei dem anderen Crafting-Ding, damit das Ganze etwas schneller vonstatten geht. Pur, sagen wir da. Genau. Dann einen Servo. Sehr schön. Dann mach mal nach links den Output. Ah, Cobblestone kommt auch raus, den werden wir wahrscheinlich gleich loswerden. Bevor wir den auch einschmelzen. Trashcan. Einen Filter. Wie schaut sie aus? Sehr gut gerechnet. Ein Item-Takt bleibt über, der soll erstmal überbleiben.
Dann. Nee, Trashcan bauen wir ab. Hier ein, so. Dass wir auch ein passendes Plätzchen haben. Whitelist Cobblestone, genau. Damit dürfte erstmal nur der Cobblestone raus. Ja, genau. Furnace only beide Schatten. Furnace, genau. Dann rechts her ein Pour. Sehr schön. Und dann kann man eigentlich eine Leitung zurückbauen. Furnace only, so. Habe ich mich gerade verklickt. Push. Und auch hier. Kommt dann auch hier in den gleichen Exportbus rein. Kobber wird automatisch weggeschmissen. Ich schmeiße die zwei Silber jetzt auch mal weg. Jetzt müssen wir da noch mehr genau. Ich möchte nämlich hier auch was reinbringen und zwar gibt es da diese Dark Steel Bores. Die sind zwar schweineteuer, da haben wir aber gleich, ich weiß nicht wie viel mehr Output, aber sehr viel mehr. Da brauchen wir Eisen, Kohle, Staub und Obsidian. Eisen. Kohle, Staub. Obsidian. Dann machen wir da erstmal einen Stack. Und dann braucht man auch solche Capacitors. Orangenen sind zwei Basic und da sind zwei Orangene drin, das heißt wir brauchen ja einiges. Ich mache einfach mal einen Haufen von denen. Okay, das läuft auch schon. Na? Scheint noch mal was rausgefallen zu sein. Ist nur die Frage, wo? Ist mir jetzt aber erstmal egal. So. Wichtig ist, dass das hier funktioniert und das scheint sehr anscheinend. Besten. Wir sollten natürlich auch nicht zu viele von diesen Metaballs craften. Machen wir vielleicht eine einfache Kiste. Wo nur ein Slot frei ist.
Servo. Upsa. Cobblestone Blacklist. Haben wir wieder da rein. Genau, jetzt habe ich da noch einen, glaube ich, freigepackt. Das ist Mud Carol. Drei und da ist noch genau einer frei. Exportbus. Wo uns natürlich wieder die Pisten fehlt. So, jetzt sind wir da mehr oder weniger voll. Okay. Ah, wir haben jetzt unsere erste automatisierte Verarbeitungsstelle für Ores. Und das heißt, das nächste, was wir angehen, ist eben das ME-System umzubauen. Oh, 20 zahlt sich schon aus. Mal schauen, ich hoffe, er legt das in die richtigen Slots. Ja, scheint so. Und da schalten wir um auf Random nichts, Round Robin. Hat ja gut funktioniert. Dann lassen wir es so. So, da ist schon einer drinnen. So, 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 so. Wie gesagt, die bringen, wenn man hier schaut, Rezepte bringen die gleich 150% mehr Hauptausput und 200% mehr Bonus. Das zahlt sich also aus und es braucht weniger Strom. Der kriegt dann auch das Crafting Upgrade. Noch nicht. Müssen wir dann craften. Gut. Drum, 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 drum. Einmal nach oben. Zack. Nochmal 10. Da ist es auch schon runtergefallen. Ich hoffe nur, füllt es nicht hier ein, aber ich glaube, so gescheit sind die Segmels. Gut, dann geht's weiter. Den Dingen. Sagen wir mal, rausbekommen ist jetzt nicht die Welt. Vor allem braucht man auch Vibrant. Das ist Redstone, Gold, Glowstone. Gold, Redstone, Glowstone. Machen wir einfach einen Stack davon. Aber es scheint so, als würde man das erst in der nächsten Episode machen. Bis dann.